Ich finde schön, dass ihr mit bangt und immer Fight, Fight, Fight spammen. Fight, Spam, beste Spam, ganzer Chat muss voll sein. Voll Hyperino hier, so muss das sein hier. Alles wegen der Krabbe hier. Let's go, wir machen das. Wir machen das. Du, der Weg ist manchmal dahin weit. Was ist mit dir? Aua. Reicht mir mit dir, ne? Frech. Da drehst du dich jetzt um, willst mich hauen. Okay, das RIP. Doch. Er dreht sich. Hingekommen. Ach, den Hunter, stimmt. Ich wusste nur, es war irgendein uraltes Spiel. Was denn? Aber es ist halt unter ihm schon geil, oder? So mit als Manschka rumzulaufen. Muss ich das denn mit dem Pferd machen? Ich komme halt dann nicht zu ihm hin ohne Pferd, wenn er Feuer spuckt auf die Range. Also du... Dann machen wir das so, wie du gesagt hast, oder? Dann machen wir es halt, wie Kalle gesagt hat, so versuche ich nochmal. Einfach ganz stupide jetzt hier. So, also oder ganz simpel. Das ist halt immer fies, wenn er das macht. Dann kannst du kaum entkommen. Wir müssen halt näher kommen, weil das spucken natürlich Feuer. Theoretisch würde er das, oder auch nicht. Der kam vorbei, oder was? Okay, ich muss weg, linker Fuß. Ich bin noch zu nah dran. Na, spuckst du mal Feuer oder machen wir es anders diesmal? Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Jetzt Feuer, jetzt kommt Feuer. Weg, Stampfer Fuß. Spuckt Feuer. Bringt eigentlich der Kopfschlag nicht mehr? Der sich um. Er spuckt Feuer. Dreht sich dann gleich um. Jetzt. Okay.
Geh da. Weg, weg. Achso, wenn er das macht, einfach zu ihm hinchargen. Wenn wir das nicht machen, dreht er sich gleich um. Einfach zu ihm hingehen. Dann macht er das nicht. Das Feuer. Ach so, einfach zum Hingehen dann. Dreht er sich um? Dreht sich um? Dann zu ihm hingehen. Kurz auf den Kopf springen. Jetzt sieht er sich wieder um. Jetzt guckt er wieder. Feuer. Also ich mach das mit dem Kopf hier. Jetzt sieht er sich um. Muss weg. Springt, dreht sich um. Ja, er hat jetzt eine feste Rote hier. Jetzt macht er Feuer. Jetzt sieht er sich um, ich muss weg. Ich muss weg. Oh, 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 ich hau ihn fest, dreht sich um. Nee, er fliegt hoch, okay. Ich halte mich noch mal voll. Spuckt er Feuer, ich darf nicht mich davon erwischen lassen. Mache Flügelschläge, ist egal. Wir gehen von ihm weg, dreht sich um. Ja, macht immer das Gleiche. Jetzt haut er es mit dem Kopf zu. Jetzt muss ich weg. Jetzt sieht er sich wieder um. Schlügelschlag geht sich um. Jawohl, er macht immer das Gleiche halt. Jetzt muss ich noch schauen mit dem Feuer. Nein, 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 falsche Richtung. Egal. Weg, 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 weg. Kurz heilen. Okay, das Feuer kann uns töten. Müssen wir noch schauen, was er jetzt macht. Feuer. Problem ist jetzt, ich kann jetzt halt da nicht hoch, oder? Wir gehen mal kurz weg. Wir gehen kurz weg. Ich kann ihn halt nicht mehr anvisieren. Doch jetzt. Komme ich hin, bevor er mich grillt? Nee, oder? Das war's, oder? Nee. Ich bin tot, oder? Das war's. Ich hatte leider keinen Heiltrank mehr. Ja, also er macht halt seine Rotas. Das ist okay. Das kann man erkennen. Nur die zwei, drei random Sachen sind halt sehr schwer. Zieht er sich um, stampft mit dem Fuß. Jetzt guckt er wieder. Jetzt dreht er sich um, Schwanzschlag, okay, das ist schön für ihn. Jetzt stampft er dann auf den Boden und so. Jetzt! Und ich bin hochgesprungen. Jetzt muss ich weg, mich kurz heilen. Weil er sich umdreht. Jetzt spuckt er Feuer. Ich versuche ihn auf die Fresse zu hauen. Jetzt gehe ich Fußstampfer, muss ich weg. Flügelstampfer. Dreht sich. Wow, das ist böse. Das ist böse. Das Ding kann ich nicht dodgen. Nochmal Feuer. Muss kurz weg. Ja, ich würde es eher so spielen. Außer wenn er jetzt. Das kann man nicht dodgen. Das ist sehr schwer. Dreht er sich um und chargt zu mir hin. Das schafft man diesmal nicht hier, weil wir einfach zu schwach noch sind. Okay, Fußstampfer. Jo, wir probieren gleich nachher nochmal. Ich probiere noch ein paar Taktiken hier. Schwanzschlag kommt gleich, wenn ich hier bin. Dreht sich um. Gehe auf die andere Seite. Ich gehe nochmal hoch, jetzt macht er Instant Feuer, oder? Ja, er macht das normale Feuer. Dreht sich um. Wieso hat der Char nicht. Okay, das war jetzt gerade weird, weil er nicht anvisiert war.
Okay. Also, das mit diesem Feuer hin, Feuer her können wir machen. Aber ich finde es spannender, wenn man so ein bisschen noch ein bisschen mehr Mechanik reinbringt. Ihr habt ja gesehen, er macht vorher immer die gleiche Rota. Das können wir ausnutzen. Das können wir ausnutzen. Ja, und irgendwann haben wir Glück und die Rota passt dann kann ich es richtig erkennen. Aber sonst ist cool. Das vorhin war... Ja, es war von der HP knapp, aber vom Mechanischen war es halt nicht so geil erstmal im Augenblick. Weg, er dreht sich. Kurz hin, in die Fresse. Schreiter. Dann haut er mit dem... Okay, geht er hoch, weil er Angst hat. Das können wir nicht dodgen. Das kann ich nicht dodgen. Das ist vorbei. Und da bin ich mir nicht genau sicher, wann er das macht. Das macht er, glaube ich, wenn er in Bedrängnis ist. Geht er hoch und spuckt sofort. Ich wollte ihm jetzt halt auch in die Fresse direkt schlagen. Und dann ist er in Bedrängnis und dann macht er das. Ich hätte vorher noch vielleicht die Geister holen können, kurz, aber irgendwie... Nein, falsch. Hallo. Nein, Kamera. Ey, hallo, weg von dem Kamera. Zock, hallo. Warum sollten wir eigentlich nicht auf den Kopf hauen? Scheiße, wenn er jetzt dodge... Achso, jetzt. So ein kräftiger Einschlag. Okay, ich muss, wenn er das macht, wirklich ganz weg. Oh, ich habe drei Sachen verbraucht. Flügelschlag, er geht hoch. Jetzt spuckt er so. Jetzt ist er bei Bedrängnis. Jetzt ist er bei Bedrängnis. Jetzt macht er Normalfeuer, wenn ich Glück habe. Ja, macht er Normalfeuer. Warum soll ich ihn eigentlich nicht auf den Kopf hauen? Achso, ich habe keine Ausdauer mehr im Moment. Dreht er sich wieder. Ist gut, dass er macht die ganzen anderen Viecher kaputt da. Ach, er spuckt jetzt Feuer, wenn ich hier bin, oder was? Fußstampfer, kann ich ja dodgen. Wie? Hat er nicht gedodged? Anderer Fußstampfer? Dodge doch! Dann weg, er dreht sich. Hallo, ich war Baum. Baumripp. Sollte eigentlich hochgehen. Wenn er bedrängt ist. Das geht hoch, wenn ich ihn... Jetzt geht er hoch, genau. Ja, jetzt spuckt er sofort Feuer. Das... Ich weiß nicht, wie ich das ausweichen soll, Alter. Wow, wow, wow. Einfach nur laufen, oder? Jetzt sind wir so weit weg, dass er sofort... Ne, jetzt sind wir zu nah dran. Jetzt macht er kein Feuer mehr. Jetzt mal so ein bisschen hier, ein bisschen ärgern. Fußstampfen macht er, weil wir zu nah dran sind. Anderer Fußstampfer, weil wir zu nah dran sind. Jetzt dreht er sich, müssen wir weg. Flügelschlag oder, genau. Jetzt geht er hoch, jetzt ist er im Bedrängnis. Jetzt landet er. Schlägt das Holder aus mit seinem Körper, jetzt, weil er jetzt genervt ist. Fußstampfer muss weg. Jetzt könnte er sich umdrehen. Aber was macht er jetzt genau? Weiß ich nicht. Das jetzt guckt er. Okay, Schwanzschlag, das sehe ich zu selten. Jetzt geht er hoch, als er bedrängt ist. Ich weiß nicht, was er machen soll. Immer wenn er so ein bisschen im Bedrängnis ist, dann geht er hoch und macht sein Ding da. Jetzt könnte er... Ne, er macht nicht frei. Wir sind zu nah. Jetzt wieder im Bedrängnis. Er geht hoch dann. Jetzt spuckt er voll, weil wir weit genug weg waren. Jetzt versuchen wir ihn... Jetzt sind wir hin, dreht sich um. Weil
Genau, er muss das machen, er kann nicht anders. Jetzt geht er hoch. Jetzt ist er wieder im Bedrängnis. Jetzt geht er runter und spuckt sofort Feuer, weil wir weit genug weg sind. Komm. Wir bleiben hier. Er guckt noch, er will es doch nicht machen. Wir sind zu nah dran wieder. Na? Jetzt spuckt er. Aber bis sich die Kamera gerade gedreht hat, Leute, das war jetzt zu spät. Aber wir machen es trotzdem, egal. Jetzt hat er Stampfer gemacht. Muss weg, er dreht sich um. Zack, dreht sich um. Ja, hallo. So. Feuerspuck, ich muss hin. Ich hau ihn aber in die Fresse. Jetzt ist gefährlich, muss der Flügelschlag oder Dings da. Fußstampfer. Er dreht sich um, ich muss weg. Er muss weg, ich muss weg. Und er geht hoch. Er ist im Bedrängnis. Jetzt macht er Feuer, wir sind... Feuer, wir sind weit genug weg. Wir kommen nicht über das scheiß Stein da. So, jetzt macht er random irgendwas. Stampfer. Zack. Nächster Fußstampfer. Können wir ihn jabaden? Komm. Ne, er dreht sich um. Dreht sich um. Weg. Nächster Fußstampfer. Und dann dreht er sich um. Dreht sich um. Komm. Mach. Ganz normal roter, mein Freund. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Ganz normal roter. Jetzt kreischst du. Kommst auf uns zugestürmt. Wir müssen dodgen. Sind hinter dir. Jetzt dreht er sich um. Er ist in Bedrängnis. Oder geht hoch. Oder geht hoch. Schwanzschlag kann er auch machen. Er geht jetzt hier um. Okay, passt. Jetzt guckt er. Feuer macht er nicht, wir sind zu nah dran. Jetzt macht er Feuer. Jetzt macht er Feuer. Ganz normal roter. Ja, halt deine rote ein, mein Freund. Halt deine rote ein. Komm, können wir ihn schon baiten? Schwanzschlag, er geht hoch, er ist im Bedrängnis. Wenn wir das. Komm. Dodge! Boah! Wir hätten weiter weg müssen. Aber wir müssen kurz weg, er dreht sich. Kurz heilen, wir können nicht mehr heilen, okay? Doch nicht. Jetzt ist er böse, jetzt ist er sauer. Jetzt geht er hoch und spuckt, oder? Oder er dreht sich. Ja, diesmal schaffen wir nicht. Wir machen das nächste Mal. Aber mir gefällt es so ein bisschen. Okay, Schwanzschlag. Also er verändert seine Rote ab einer gewissen Prozentzahl. Und je nachdem, wo man steht. Das ist total cool. Ist gut gemacht. Also, ich sage euch ehrlich, ich möchte das lieber so machen. Anstatt Feuer hin Füße, Feuer hin Füße. Das machen wir immer, wenn er es macht, aber dazwischen möchte ich Fuß links, Fuß rechts, weg, wenn er sich dreht. Der Schwanzschlag ist halt das Einzige, wo ich noch mich schwer tue, weil er hat ein riesen Ding, hey. Der ist ein riesen Osch, was er hatte. Diesen Penis hat er. Aber ist doch okay, Chat, oder? Was sagt ihr? So ein bisschen Mechanik, so ein bisschen Taktik hier. Der ist nicht so random wie der Underboss. Ich finde das gut. Das ist so ein richtiger Raid-Boss. Das ist so ein richtiger Boss mit genau den richtigen Mechaniken zur richtigen Zeit. Nur er macht trotzdem random Sachen mit rein. Ich finde das cool so. Jetzt dreht er sich um und sagt Hallo. Moin. So, jetzt schreit er erstmal. Was macht er jetzt? Jetzt kommt auf mich zugecharged. Wow. Stein oder was? Steinripp? Jetzt will er sich in Bedrängnis. Macht er immer so. In Bedrängnis macht er dann... Ich konnte... Okay, Stein hat uns jetzt etwas gerippt. Stein war jetzt ein bisschen fies, aber egal. Kriegen wir hin. Und ich fühle mich gut. Tablettenwirkung lässt immer mehr nach, ich fühle mich gut. Das macht nichts, Thorsten, das passiert. Da ist er. Das war jetzt ein bisschen blöd wegen dem Stein. Sei doch nicht jetzt schon sauer. Sei jetzt schon sauer. Yo, ist ja gut. Ja, endgegner Stein, jetzt macht er Feuer, weil wir sind weit genug weg. Ne, der hat den Kampf wieder verlassen irgendwie. So den aktiven Kampf. Jetzt geht er wieder. Jetzt. Ach, jetzt ist er schon wieder mit Drängnis oder was? Jetzt macht er Feuer. Aber ne, er ist schon wieder aus dem Kampf raus.
Wir sind. Hallo, mach doch den aktiven Kampf. Jetzt hat er. Komm. Stampfter Fuß. Fang doch mal den Kampf an. Dreht sich. Dreht sich jetzt um, ja. Jetzt ist er im Kampf. Okay, jetzt Feuer. Komm. Was ist, wenn ich jetzt L2 drücke? Statt L1? Das ist der stärkere Schlag? Nee, das geht nicht. Also L2 kannst du vergessen, diesen Hieb da. So, wieder weg. Jetzt geht er. Er ist mit Drängnis. Aber er tut nur dodgen. Wie ist. Oh, boah. Anderer Fuß, dodge. Er dreht sich um. Jetzt kommt er zu mir hin. Ich kann mich das Pferd noch nicht rufen. Geh weg. Wir machen es nochmal. Ich hatte jetzt sogar so ein Gift-Dot von dieser Dings da an mir. Lol, habt ihr gesehen? Ich hatte den Gift-Dot von dieser Pflanze an mir. Imagine, wie krass. Gift-Dot von der Pflanze. Main! Also ich würde sagen, wir nehmen alle Folgen auf YouTube und alles über raus aus Twitch und löschen alles, wo ich gemeckert habe. Somit, ohne Tabletten ist es ganz entspannt. Ja. Und Dodge? Ich kann das nicht dodgen, Alter. Er dreht sich um. Wo ist der Stein? Er dreht sich jetzt um. Komm, werd sauer. Werd sauer. Jetzt wird er sauer. Jetzt. Wah. Er dreht sich um. Muss weg. Wah. Werd sauer. Jetzt wird er sauer. Jetzt ist er mit Drängnis wieder. Jetzt soll er aber dodgen. Wie soll ich dem... Ich kann den nicht entkommen. Andere Seite hätte gereicht. Hat gepasst. Andere Seite. Jetzt wieder sauber. Feuer und Mass. Jetzt spuckt er gleich nochmal, weil wir so weit weg sind. Jetzt kommen wir näher ran. Ja. Komm. Go. Er stampft. Wir müssen ja wieder antagen. Ich sehe nicht. Ach, da hinten ist er. Scheiße, ist da weit weg. Ist er jetzt da hingeflogen oder was? Der war doch eben noch gerade neben mir. Ist ja wieder sauer, ey. Und? Was ist das falsche Anvisier gerade? Komm, lass. Visier doch mal das Bein wieder an. Hallo? Gerade Kamera-Rip. Hallo, jetzt. Ja, jetzt schaffen wir nicht diesmal. Wir müssen es nochmal machen. Also, das war jetzt gerade unglücklich mit der Kamera ein paar Mal. Machen wir anderer Fuß auch noch oder dreht er sich Feuer? Er dreht sich Feuer, muss weg. Er dreht sich. Okay. Jetzt nicht hinspringen, wird er böse. Jetzt geht er, müsste normalerweise hochgehen, wenn ich zu nah dran bleibe. Oder wenn wir einen Flügel schlagen. Er dreht sich, muss weg. Er dreht sich. Jetzt wird er sauer. Muss Ausdauer regen. Jetzt, wenn ich jetzt hinspringe, wird er böse. Jetzt geht er hoch, als Bedrängnis. Jetzt spuckt er Feuer. Ist einfach ein Bedrängnis so. Einfach Bock hat er. Jetzt spuckt er nochmal Feuer. Wir sind zu nah. Er macht kein Feuer jetzt. Wir sind zu nah. Doch, er macht jetzt Feuer. Wir sind aber nicht. Wir haben ihn nicht anvisiert. Hallo? Wir haben ihn wieder nicht anvisiert. Kamera! Mann, er ist wieder nicht anvisiert. Diese Kamera ist halt... Jetzt ist er anvisiert. Nee, das ist daneben, was anvisiert. Hallo, mach halt doch, dass ich visieren doch... Jetzt hat er wieder anvisiert.
Jetzt ist er sauer. Jetzt macht er wieder hoch. Wie können wir den dodgen? Wir können den nicht dodgen. Doch, wir haben ihn gedodged. Wir müssen weg. Er dreht sich, er dreht sich, er dreht sich, er dreht sich. Wir müssen weg. Er hat nur gestampft. Okay, okay. Was macht er jetzt? Geht er ist bestimmt hoch jetzt. Geht er hoch? Er ist wieder sauer, oder? Er dreht sich jetzt. Schwanzschlag macht er. Schwanzschlag. Vorsicht. Woo! Jetzt wird er sauer, wenn ich im Kopf hau. Ich habe nicht getroffen. Nochmal, nochmal. Jetzt kriegt er Sachen dazu. Das ist andere Phase. Kriegt Sachen dazu. Jetzt macht das andere Sachen jetzt. Jetzt kommt er so auf uns hingecharged. Und haut uns. Jetzt geht er hoch. Jetzt ist er sauer. Jetzt ist er sauer. Er geht hoch. Er macht sein scheiß Inferno. Wow, wow, wow. Landet er? Die Kamera ist wieder weg. Die Kamera hat sie nicht mehr. Falsche Seite Kamera. Jetzt macht er Feuer. Wir müssen ihn erreichen, bevor er komplett spuckt. Fertig. Ja, so ist geil. GG. Drachenherz, passt. So ist geil. Ein bisschen schauen, ein bisschen auch hinspringen auf den Kopf, auf den Fuß, auf den Flügel. Natürlich mit dem Feuer immer hinweg, hinweg, aber das war mir zu langweilig, das war mir zu eintönig. GG. Passt. Sehr geil. Sehr geil. Cool. Das weiß ich nicht, kann ich beurteilen, nie gespielt. Okay. Ich sage euch ehrlich, wenn ich heute meine Medizin genommen hätte, hätte ich es nicht geschafft. Ich wäre gar nicht dahin gekommen zu diesem Boss so richtig. Status. Oh, wir können leveln. Wir können leveln. Soll ich das eigentlich immer zum Level nutzen oder auch für Sachen kaufen? Ich level einfach. Was haben wir jetzt eigentlich gelevelt? Ausdauer. Ich mache noch ein bisschen Leben, komm. Obwohl Ausdauer ist schon ultra heftig. Wir machen noch ein bisschen Leben. Fertig. Gut. Also, zwei Bosse besiegt. Hey, wenn das bei mir schon nicht so schwer ausschaut, dann bei den ganzen Soul Pros natürlich noch einfacher. So, wir haben jetzt 3 von 20 Bossen, oder? Sehe ich das so richtig? Ursprünglich wollte ich diesen Boss hier probieren. Aber der ist halt krass, da muss ich noch ein bisschen Nahkampf und so einen Scheiß üben. Also da muss ich noch ein bisschen üben mit dem Char selbst. Denn da habe ich keinen Mount. Ja, geht doch. Da habe ich keinen Mount. Ich sammle nochmal das hier ein, obwohl es nicht viel ist. Oder gar nichts ist. Wir können in dieses Ding reingehen da. Wo Thorsten vorher gesagt hat. Aber ich würde erstmal den einen Boss probieren wollen. Nur schnell mal schauen von der Mechanik her. Wenn ich jetzt nüchtern bin, wie sehr mich das aus den Latschen macht. Okay. Also, ich weiß nicht, ob ihr es fühlt oder nicht. Ich finde das heutige Gameplay, generell den heutigen Stream, viel besser als die letzten Tage. Denn, ja, man merkt halt, ich bin vom Kopf nicht so eingeschränkt. Dann seht ihr mal, was für beschissene Tabletten man kriegt, wenn man so richtig eingeschränkt wird.